Leute, nächste Videorunde, nächste Folge. Eigentlich noch derselbe Abend wie im letzten Video, im letzten Teil. Aber ich habe so eine geniale Idee bekommen. Und naja, da kann ich nicht einfach aufhören. Ich habe, ja, für unsere WhatsApp-Gruppe habe ich das Blech hier zusammengetreten gehabt. Die Originalschale. Und die habe ich jetzt wieder etwas ausgedengelt. Habe ein Loch reingeschnitten. Die sieht man ja. Unten entgratet ein bisschen. Und jetzt bördel ich das sozusagen hier noch schön um. Dass das auch Johnny sicher ist. Nicht, dass der sich hinterher hier die Griffel aufschneidet und mich dann verklagt oder was. Ach nee, das mit dem Verklagen war ja jemand anders. Ja, dass er mich verhaut. Das war Johnny. Mhm. Ja, und wenn ich das habe, könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, was das werden soll. Das wird ein Trichter. Wäre ich von Anfang an auf diese geniale Idee gekommen, hätte ich vielleicht die Originalfedern, wo das Ding ursprünglich gehalten haben, direkt mit auf die Rohre gesteckt und dann erst die Rohre verschweißt. Aber Ideen bekommt man ja meistens erst beim Machen, so mittendrin, wenn man dabei ist. Und ja, deswegen ging es nicht mit den Originalfedern, wo wir jetzt den Müll hingeschmissen. Weil die Originalfedern waren hier auf den Beinen drauf. Die konnte man leicht zusammendrücken und dann konnte man die verdrehen. Wäre jetzt da unten drin optimal gewesen, weil da ist dann der Teller aufgelegen. Aber da unten ist ja alles schon fest verschweißt. Weg mit dem Dreck. Tja, und wenn man das auf das Rohr so probiert zum Draufmachen, sieht die Feder hinterher so aus. Also ich habe es probiert. Ging nicht. Naja, muss ich mir was anderes ausdenken, aber Michi ist ja nicht dumm. Michi hat da schon eine gute Idee. Ja. Und ich denke doch mal, dass das sehr gut sogar funktionieren wird. Mhm. Okay. Aber jetzt mache ich wirklich Feierabend. Schluss aus für heute. Aber für euch geht es ja eh gleich mit der nächsten Szene weiter. Und zwar, wie ich das Ding dann umbörtel. Genau, so mache ich dann morgen weiter. Bis nachher gleich. Ja, und jetzt probiere ich das Ganze noch etwas weiter zu klopfen, dass das einfach noch ein bisschen schräger wird, etwas trichterförmiger. Und ja, das mache ich jetzt. Anderen Hammer. So gefällt mir das ganz gut und wie ich das da unten drin festmache, ja, dazu habe ich auch schon eine Idee. So, das soll ja hier unten rein, bis Anschlag, so in etwa. Ja, und dann werde ich hier eben jeweils unterhalb von den Blechern ein Loch durchbohren,
und durch das Loch durch einfach einen Stift stecken, so rein, dass man den hier dann wieder rausziehen kann, und das dreimal. Tja, und das machen wir jetzt. Wahrscheinlich wieder ausrichten. Messen wird hier nichts. Dann werde ich mir hier jetzt die Punkte anzeichnen. Jawohl. Und dann schaue ich mir mal schnell nach dem Rundmaterial. Da habe ich schon was. Das ist ein 5 mm. Also weiß ich, dass ich einen 5,5er Bohrer nehme. Da jetzt die Löcher durchbohre. Dann die Stäbe hier an der Kante hier einmal komplett abwinkeln. Ja, dass man die einfach da durchstechen kann. Das mache ich jetzt alles. Und wenn es soweit fertig ist, zeige ich euch das ganz einfach. Ich habe übrigens vorher geschwindelt oder meine Brille geht falsch. Das war 6 mm und kein 5 mm. Sprich, ich habe jetzt die Löcher auf 6 mm aufgebohrt. Ja, stellen wir den Grill am Boden und probieren es aus. Also ich glaube, die Kante von dem Kübel dänge ich als nächstes nach oben, weil dann kriegt man den hier schon mal leichter rein und raus. Jetzt den hier können wir gleich komplett reinschieben. Und den dritten noch. Dann haben wir hier noch schön einen Trichter. Ich denke, das sollte dann gut sein. Okay. Halt das ziemlich fest. Die Dinger muss man wirklich rausziehen. Ich hoffe, die verschmeißen sie nicht. Naja, okay. Dann werde ich mich jetzt noch bemühen, an dem Kübel ein bisschen rumzudengeln und zu gucken, dass man den auch noch etwas leichter da unten reinbringt. Mal geht's mal nicht, aber wenn es ein bisschen doch eben dieser Rand hier, der noch ein bisschen umgedengelt ist, ich denke, dann geht das Ganze auch leichter. Tja, so gefällt mir das Ganze viel besser. Also man kann jetzt den Kübel richtig schön rausnehmen. Viel, viel besser. Viel, viel, viel besser. Dann würde ich mal sagen, die Hardcore-Arbeiten sind abgeschlossen. Ja, kenn auf mich. Tja, Freunde. Dann, sieht zwar ein bisschen schief aus da unten drin, der Trichter, aber egal. Dann würde ich mal sagen, und ich sage es jetzt ganz einfach, ich werde dann die Tage noch das Ding noch ein bisschen sauberer verschleifen alles, weil unten rum habe ich noch gar nichts verschliffen von den Querstreben und dem Halter, dem Kübelhalter unten. Das werde ich dann noch ohne Cam jetzt machen. Ja, und dann wird das Ding, wenn dann die hitzefeste Farbe da ist, die Ofenfarbe, der Ofenlack, wird das Ding noch ein bisschen angesprüht. Ofenlack mit 800 Grad temperaturfest gibt es leider bloß in matt. Ich habe extra nach Glanz geschaut, aber der hätte bloß 300 Grad. Und jetzt für die Wandung vom Grill war mir das einfach zu wenig. Weil locker flockig geht das Ding einmal drüber. Ja, dann wird man da halt auch schwarz oder matte Schellen sehen.
vom Lack dann. Naja, und untenrum kann ich ja normalen Lack nehmen, normal schwarz-matt. Ja, und dann wäre das Ding soweit fertig. Und wir werden dann im nächsten Video eine rituelle Verbrennung vornehmen in dem Grill. Aber erst wenn er lackiert ist. Mit dem Kohlenrost weiß ich jetzt noch nicht genau, was Sache ist. Dann nehme ich halt dabei einen von mir. Aber das Ding hängt wirklich schief. So ein Scheiß. Ey, ja, mei. Da haben sie halt einen schiefen Trichter drin. Gut. Ja, mein Gott. Naja. Gesamtkosten von Material jetzt würde ich mal auf ca. 70 Euro beziffern, weil da wurde ich jetzt schon mehrmals gefragt, was so ein Umbau kostet. Dann kam ein selten dämliches Kommentar wie, so lange wie du brauchst, verdienst du da kein Geld dran. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da was verdiene dran. Also ich bin davon ausgegangen, dass der Johnny mir das Material zahlt und gut ist. Und dann hier, wenn er die Kugel abholt und was Schönes grillt. So viel dazu. Jo, ganz genau. Ihr wisst Bescheid. Ich bin soweit jetzt erst einmal durch. Und im nächsten Video, das wird dann auch ein Kurzvideo, werden wir eine Verbrennung vornehmen. Ganz genau. Okay, Leute, ja, den Deckel muss ich auch noch ein bisschen fertig machen. Den entroste ich dann oben auch noch ein klitzekleines bisschen. Schraube den Griff wieder drauf. Ja, und so Kleinigkeiten halt. Gut, also Kohlenrost. Schauen wir mal, ob da nicht noch einer kommt oder ob sie den noch mitbringen, ob sie den noch haben. Und ja, ansonsten muss ich halt wieder Material bestellen und selber einbauen. Wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, gar keine Zeit, weil schon wieder andere Sachen drängen. Naja, okay, das war's für dieses Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Oh.